Und damit herzlich willkommen zurück zur Baldur's Gate 3. Ja, ich hatte eine kleine Pause zwischen der Folge, dieser Folge und der letzten Folge. Aber wir machen noch ein bisschen weiter und ich glaube, wir schauen mal zu Arabellas Elde, wenn wir sie denn finden. Und weil ich es gerade sehe, da hinten, glaube ich, waren wir noch nicht. Fahrzeug ist ein Schnellreisepunkt. Geht's hier überhaupt irgendwo? Heilhaus. Wollen wir uns vielleicht verstecken? Das ist nur so. Just in case. Okay. Hier scheint zumindest keine Gefahr zu sein. Sagte er und kam in den Hinterhalt. Da könnte man vielleicht ein bisschen looten. Stift oder Schutz vor Energie. Ja, nehmen wir mal mit. Da hat es noch mehr. Und da hinten geht es wieder raus. Da würde ich jetzt aber noch nicht rausgehen. Gibt es hier noch mehr? Da ist aber eine Truhe. Lass den humanoiden Gegner ihre werden und die nächste Kreatur außer dir angreifen. Auch wenn sie mit ihm verbündet ist. Okay. Truhe. Das machen wir mal auf. Schloss knacken. 10 Uhr. Na komm. Ja, scheiße. Das war wohl nix. Erneut. Ja, geht doch. Und? Was ist drin? Öl des Brandstiftes. Überzieht eine Waffe in dem Öl des Feuers, das Ziel. Okay. Elixier der Bosheit. Du benutzt es für einen kritischen Treffer ein Auge weniger. Ersetzt bei konstruktivem Effekt andere Elixiere. Anarchit und Gold. Ah, geil. Also, hier ist nix. Hier. Nö, auch kein Buch. Hier mal kurz gucken. Nö. Fluch brechen. Ja, nehmen wir auch mit. Schriftmonster sind noch immer praktisch. Wie kann ich das ganz... Mach mal Schlossknack, bitte. Hat sich hier schon mal gelohnt. Komm mal 10. Ah, shit. Oh, nochmal. Echt jetzt? Komm. Geht doch. Ja, und ich habe in der einen Folge ja mal gesagt, ich will mal Kristalllinse. Okay. Nee, lass ich mal. Ich wollte ja diese eine Tür mit 30 nochmal aufmachen, aber das lasse ich. Oh, Bibliothek und Akten. Was knacken? Wie viel brauchst du diesmal? Wieder 10. Oh, meine göttliche Führung. Na ja, komm. Juhu! Okay. Onward. Ich tue mal schnell speichern. Für alle Fälle. Oh, funktioniert sogar. Ich glaube, wir werden Stress kriegen. Pavura, kommst du auch daher? Dankeschön. So, jetzt müssen wir nur noch den Knopf da irgendwie drücken. Da ist jemand. Oh, warte mal, warte mal. Können wir jetzt auch verstecken? Ja. Wen?
Alus Form, Schwester Huna. Schwester Anja. Will ich da runter? Ich glaube, warte mal, ich muss dann eh unten durch die Tür, damit ich da reinkomme, ne? Oder? Gab es hier noch einen Weg? Ja, von hier oben. Ich frag mich halt. Wäre doch garantiert nicht gut drauf sein auf uns. Ich schau mal, was passiert, wenn ich da reingehe. Oh, was the objective of the Scalpel Sisters is to soothe. For the Scalpel indeed is an extension of Shah. See how the patient reacts when I but stroke the right nerve. Hear its comfort, hear the very melody of mercy. Pray, sister. Show us the extent of your beneficence. Stop. Stay hard, for it slaps where it should stroke. We can hardly hear the patient sighs of solace. Perhaps it is our unexpected audience that makes you quiver. Come, step forward. I can see the love of Shah darken your eyes. Be welcome. Ich glaube, ich mach mal mit. I will make you intimately familiar. Tell me, what is the guiding principle of the goddess? Oh, scheiße. Nein. Scheiße, was war das Leitmotiv? Abwesenheit, Heimlichkeit, Lust. Ah, scheiße. Ich kann jetzt sagen, vergessen. Ich sag jetzt mal Dunkelheit. I profess there is another more profound. Absence. Oh, scheiße. Absence. No other word captures the heart of Shah so very perfectly. It is the scalpel-led journey that leads from pain to peace. Ow, ow. Only a beast of a man toys with his victim. Entertaining, if not efficient. See? What is the light of eyes but the cancer that causes one to witness the laceration of being? If light is the symptom, then darkness is the cure. For in light there is presence, but in darkness there is absence. In light is presence, in darkness absence. But you, look how the succor of Shah eludes even you. One who walks faithfully in her shadow. See how painfully present you remain. We do not wish to see you suffer so. Let us cure you. Das Heilen heißt vermutlich, ihr macht das Gleiche mit mir. Überzeugt, die Schwestern sind noch nicht bereit. Sie machen mich krank, statt mich zu heilen. 5. Religion, Übung. Oh, das machen wir mit Boni.
Aber sowas von. Ja, Gott sei Dank. Another absence is your fate. But if you are not here to be cured, how will my sisters learn? Habt's doch da ein Spielzeug. Their incisions are as yet still streaked with imprecision. That much I must concede. How to steady their hands, I wonder. Warum üben sie dich gegen sie? Überzeugen. 1, die 4, überzeugen. Oh, ach du Scheiße, 21. Ah! Das kann ich mit Fail, aber sowas hart. Oh, Scheiße. Ah! Ja, komm, einmal können wir noch. Ah, fuck. Ja. Then I dub thee, Master. What say you to the Master, sisters? The scalpel soothes. Come sing its song. We would hear your melody of mercy. Ja. Gut. Nicht ganz wie geplant, aber vermutlich hätten wir sie dazu irgendwie bringen können, dass sie da ihn umbringen. 193! Sag mal, seid ihr von allen guten Geistern verlassen? Ach du Scheiße. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ende Schuss. Was mache ich? Klingenbann, Furcht. Die Ziele, war das mit Range? Ich glaube, wir gehen mal ein bisschen nach vorne. Na, nicht Fluch. Waffe am Boden. Das wäre das. Und Schild des Glaubens erhöht die Kreatur Rüstungsklasse um 2. Scheiße, nein, das hätte ich nicht. Ich würde am liebsten gerade nochmal neu laden. Probieren wir es mal aus. So, was machen wir denn? Dunkle Sicht, Vampirberührung. Gierfreundschaft bringt mir auch nichts. Auch Pulverbombe. 12 bis 21. In my best interest. Geil. Dann bedrohlicher Angriff. Yes. Und einmal den hinterher. Okay, wir haben noch Tatendrang. Machen wir gleich mal mit. So, komm, einmal nochmal. Geil. Nice. Zu beenden. Most excellent choice, Instrument, Sister.
So, was machen wir mit dir? Kampfrausch. Oder rücksichtsloser Angriff. Komm, Kampfrausch. So, rücksichtslos. Auf ein Collision hier. Nice. Ich frage, ob bei ihm Zerfleischen überhaupt geht. Nice. Bleiben wir erstmal so. Autsch. So, was können wir denn Schönes machen? Feuerball. Das ist Midrange. Kriege ich da vielleicht ein paar mehr? Ah, machen wir das so. Geil. Ansonsten heilen braucht man eigentlich nicht. Wir bleiben erstmal hier oben. Gut. Was machen wir Schönes? Blendender Schuss. Ist blind. Wir stellen uns mal ein bisschen weg. Und das passt. Fesselnde Stränge. Oh, die Verteidigung. Andererseits. Komm. Scheiße, Fehlschlag. Das gibt's doch nicht. Kann ich wenigstens wegstoßen? Ja, das geht. Okay. The Master Surgeon's will is my honor. Aua. So. Auf dich. Ja, wenigstens einmal. Können wir hier noch irgendwas Schönes machen? Eigentlich nur Spalten. Was aber hier? Trank des goldreichen Sprungs. Ansonsten nix. So. Naja. Jetzt reicht. Zug beenden. Aua. Okay. Die zwei Kollegen, die müssen hier weg. Vielleicht erstmal so. Okay. Und mehr geht erstmal nicht. Wer denn? Blindheit. Schattenmantel. Hüllt dich in Schatten, um sichtbar zu werden und verschleiert. Nee, das brauche ich eigentlich nicht. Heilige Flamme. Ich weiß nicht. Ich denke, das Geschoss ging ja auch nur einmal. Was haben wir hier? Donnerwoge. Ich probiere mal was. Ja. Okay, sehr gut. Schild des Glaubens. Kann ich sonst irgendwas machen hier? Benötigst den kritischen Treffer ein weniger und konsumiere andere Elixiere. Wachsamkeit, Öl des Brandstiftes. Ah, ich kann Karlach da jetzt nicht mal helfen. Verbiert. Bedrohlicher Angriff, Nahkampf, dunkle Sicht, Versionstür. Befreit ein Ziel von Zuschauern, vergiftet, gelähmt und blind, aber nicht verwirrt.
Vampirberührung wäre natürlich auch noch irgendwas Interessantes. Astrales Wissen, Zerbersten, 3 bis 24. Fesselnde Stränge, was mache ich, was mache ich? Dann ist schon eher das da hier. Fehlschlag, ja, das gibt's doch nicht. Und einmal heilen, bitte. Und wenn es nur 7 sind. Na, du gehst jetzt nicht auf mich. Du kleiner Bastard. Wenn ich jetzt weggehe, kriege ich eine gedatscht? Warte mal, jetzt am ersten. Ich möchte es nur auf die beiden. Es geht, wenn ich möchte, da weg. Shit. Ich habe ein bisschen eingesteckt. Ich brauche Heilung. Wunden heilen, heile Kreatur, die du berühren kannst. Spiegelbilder. Und Tote vertreiben. Ziel ist nicht erreichbar. Scheiße. Das hat funktioniert. Und ansonsten, glaube ich, war's das. Das erste. Was mache ich mit dir? Ich glaube, das gleiche wie immer. Das gibt's doch nicht. Immerhin, 65 ist er jetzt unten. Autsch. Okay. Wir haben noch gut. So. Du wirst leider sterben. Und einmal. So. Scheiße, Fehlschlag. Naja, wenigstens mal runtergeschubst. Was mach mal? Eismesser. Nee, Klingenband, Spiegelbilder. Brennende Hände. Zum ersten eigentlich. So, ich treffe auch keinen anderen. Sehr gut. Und einen Trank bitte. Dankeschön. Wunden. Nice. 15. Ist jetzt aus mit Schubsen? Ne, wegschlagen. Okay, das war alles. Und zerbrechen bitte. Was nichts gebracht hat, weil immun. Und nochmal draufhauen. Scheiße. Das war sogar erfolgreich. Ah, scheiße, 17. Geil. Cool. Also, was haben wir hier Schönes? Genügend Amulett der Unterjochung. Lähmende kritische Treffer einmal pro lange Rast kann der Träger, wenn er einen kritischen Treffer gegen einen Soliden landet, das Ziel für 2 Züge lang lähmen. Abonnierte Laute. Okay. Nehme ich mal mit. Irgendein Schlüssel. Vorratspaket. Oh ja. Heilender Trank. Gut, hätten wir das. Gucken wir mal, was wir hier so alles haben. Spritze. Da war ein Geschenk.
Starkes, lähmendes Gift. Okay. Is she dead? Okay, der Alter. No traps, please. Ping-Pong. Nix drin. Ich wäre für eine Short Rest. Was, hier oben war die Schwester? Okay. Also, Short Rest. Dankeschön. Wir machen einen Raum. Das ist, glaube ich, aber der und. Ne, das ist was anderes hier. Bemalte Truhe. Aufmachen. Giftmischer-Handschuhe vergiften. Wenn du Giftschaden bewirkst, müssen Ziele einen Konzentrationsrettungswurf bestehen. Okay. Ansonsten. Schrank, Holztisch. Schauen wir mal, was wir hier noch so haben. Das Öl der Schärfe. Nehmen wir mal mit. Heiltränke wären super. Naja, toll. Schloss knacken. Boni, hinzufügen. Los geht's. Ja, geil. Achso, da geht's wieder raus. Nee, ich wollte jetzt eigentlich nicht nach draußen gehen. Ah, da geht's dann auch wieder nach draußen. Okay. Gut. Dann gehen wir hier mal auf die andere Seite. Kommt ihr da durch? Achso, hier geht's dann so. Hä? Das ist ein Händler? Warte mal. Irgendwo hier? Wo ist jetzt das Händler-Symbol hin? Geh nochmal hier hin. Irgendwo da. Was macht hier ein Händler? Hallo? Oh. Oh, was? Ja. Tut's mal, aber hoffentlich nix. Ein Apfel. Was? An was hast du das jetzt erkannt? Locke. Hallo, Schwester. The doctors found Oblivion. Well, no time to mourn. I'll fix this without him. Wie genau? Not dead. Merely medicated. To ease the pain. Aha. Mal probieren. Hello? Can you hear me? Wow. Wow. Not much left now. But you're welcome to look. Tränke. Warte mal, warum habe ich da so viel von denen? Okay, also jedenfalls. Warte mal, tauschen. Superwurmgift. Okay. Ich möchte das. Alles. Ich möchte das. Alles. Und ansonsten will ich nichts von dir, aber ich kann hier mal ein paar Sachen loswerden. Helmfeuer, Handarmbrust, 4 bis 9. Bei ihr doch mal kurz gucken. Ansonsten, das würde ich noch behalten. Silberbahn. Angebot ausgleichen, Gebotspreis. Oh, ich krieg sogar noch was.
Cool. Passt. Now, if you'll excuse me, I've got to tend to my patient. Ja, viel Glück dabei. gut. Ansonsten, da ist noch was. Achso, da geht's wieder raus. Ich will noch nicht hier rausgehen. Will mich hier noch ein bisschen umsehen. Gewiss mit geronnenem Blut. Ja, zumindest ist es fürs Erste erstmal hier. Oh, da ist noch eine Schwester. Something's on my mind. The doctor is absent today. Come back another time. Der Doktor ist da, aber vielleicht nicht mehr ganz so lebendig. Du kannst auf der Karte gucken. Nur links wird es noch... Oder willst du nach links weitergehen? Mute mal ja, ne? Also mit den Straßen nach Baldurs Tor. Da geht's also weiter. Greife die Türme des Mondaufgangs an. Ich weiß nicht, ob ich mich da nicht noch vorher mal ein bisschen einlese. Bezüglich dem Angriff da. Vielleicht gehen wir mal ganz kurz dahin. Schauen wir mal, wenn das unser Exit ist, wie es da aussieht. Ausgang? Kein Ausgang, aber... Sieht auch nicht wirklich einladend aus hier. Hier wird es da irgendwie voll die Orientierung. Also will ich denn da in den Komplex da reingehen? Sieht doch wieder nach Bosskampf aus. Ich glaube, das will ich nicht. Aber hier geht's runter. Lass uns mal kurz verstecken und da runtergehen. Zumindest kommt nichts Rotes. By the way, kannst du mal die Laterne anmachen? Warte mal, wie war das nochmal? Fackel, Laterne. Ablegen, fallen lassen. Shit, ging denn das nochmal? Lantern gives off a chilly glow. Ja, ja, das weiß ich. Oh, this lantern only lights the way when I am hurting night and day. I'll ja. Gut you like a 10-day-old if you don't release me right this meaning. Ja, ja, ich weiß. So me out or get ready for the third sun. No, no. Na, kann ich Laterne nutzen? Hä? Gibt's doch nicht. Warte mal, war das? Ach da. Lichtquelle ein aus. Oh, das war nicht ganz das, was ich wollte. Da hat jemand was gequatscht. Soll ich da rein oder soll ich da nicht da rein? Ich höre was. Hier oben? Nee, Moment mal, das ist doch das, wo wir hier unseren Kampf hatten. Kommt das hin? Ja. Da war der Feig und wir sind dann hier so rauf. Das ist aber dann nicht der Weg, den wir da gehen müssen. Wir müssen da nach links. Das ist ein eigenes Gebäude da. Orientierung. Moment. Wir müssen da so lang. Meinte ich. Ich meine halt, das ist vermutlich ein
ziemlicher Fail sein wird, wenn ich da diesen Turm einfach frontal angreife. Ah, da sind die Leute, die tut ihr. Feuer. Wegpunkt. Nice. Alter Siegelkreis. Ach du Heilige! Nein, wir gehen da nicht hin! Die Armee des Absoluten. Ach du. Oi. Ich tu mal kurz speichern. Ich möchte wissen, ob die mich angreifen. Oh, nach Baldurs Tor. Ach so, ich kann da gar nicht weiter. Das wäre jetzt einfach Akt 3 dann hier? Alles klar, aber das sieht echt mega geil aus. Gut, da muss ich mir also doch irgendwas mit dem Turm da überlegen. Nimm mal unseren General da umnieten. Jetzt sagen wir, gehen mal wieder hier hin. Aufstecken brauchen wir aber eigentlich nicht. No time to waste. Tödele. Könnten wir zumindest. Wo ist ein guter. Wo war denn das hier? Können wir mal hier hingehen. Wann hätten wir ja dann den Eingang? Und das müsste das Zollhaus sein, ja. Okay, speichern. Und als Experiment, als Abschluss, wollen wir mal schauen, ob die uns gerade instant angreifen. Ich glaube, es gibt Stress. Aber ich kann mit ihm reden. I'd better do the talking. It was you. You destroyed the Night Song. How could you do this to us? To Ketherick, to the Absolute. You've turned your back on our chosen in the most heinous way. And our retribution will be terrible. Das wird nicht klappen. Surrender, and I'll kill you quickly. Ja. Das machen wir nicht mehr in der Episode. Es hätte ja sein können, dass sie es noch nicht irgendwie mitgekriegt haben. Aber die hat eigentlich nur 62. Aber die haben diesen tollen Toten, diesen Stipser da machen. Haben die da 15. Da sollen wir es probieren. Weiß nicht. Spiegelbilder, Blindheit. Und Tote vertreiben. Macht zumindest Sinn. Hat nicht so gut funktioniert. Ja, ich mache den Kampf in der nächsten Episode. Liebe Leute, da sehen wir uns da. Und ich glaube, wir werden hier in dem Turm noch recht viel Spaß haben. Und dann geht es hoffentlich weiter nach Akt 3. Aber mal gucken. Aber dann wäre das eigentlich der kürzeste Akt bisher gewesen. Der Akt 1 war ja doch recht lang. Ja, lasst uns überraschen. Bis dahin, ich wünsche euch alles Gute. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.